In Belgrad demonstrieren die Menschen wieder, diesmal wegen Milosevics Vorliebe zum Herrschen. Gestern Mittag war er noch Präsident Serbiens. Eine Stunde später, als er das Parlamentsgebäude verließ, wurde er bereits als Präsident von Restjugoslawien im Amt bestätigt. Milosevic stand als einziger Kandidat auf der Liste. Im Eilverfahren wurde er vergangene Woche im Bundesparlament gewählt, bevor sich die Bündnispartner aus Montenegro vielleicht hätten anders überlegen können. Die Belgrader Studenten organisierten Protest gegen 8 Jahre Alleinherrschaft von Slobodan Milosevic. Die Demonstranten trugen alte Schuhe mit sich, um es zu verdeutlichen, dass mehrere tausend Fachkräfte in den letzten Jahren aus Arbeitsmangel Serbien verlassen haben. Ein großes Polizeiaufgebot hinderte die Gegner von Milosevic, sich dem Parlamentsgebäude zu nähern. Die Polizisten verhafteten wahllos zahlreiche Demonstranten. Dabei gab es Verletzte, darunter auch Kameraleute. Nur einer kleinen Gruppe Milosevics Anhänger war es gestattet, aus der Nähe dem alten und dem neuen Präsidenten zu applaudieren. Die Staatskarosse von Tito wurde speziell für Milosevic herausgeputzt. Der alte Tito ist tot. Jugoslawien hat in Slobodan Milosevic einen neuen Tito bekommen.